Hi und willkommen zu diesem kleinen Wanderabenteuer. Gestartet bin ich in der Kleingemeinde Sommerhausen im Landkreis Kitzingen. Hier habe ich mir den Panoramaweg herausgesucht, um diesen mal zu erforschen. Wenn du möchtest, dann bleib dran. Endlich scheint mal wieder die Sonne nach den ganzen trüben Tagen, obwohl es ja auch geschneit hat und es ja auch wunderschön ist, tun aber diese paar Sonnenstrahlen mal wieder richtig gut. Aber hinter mir kommen schon die ersten dunklen Wolken. Mal schauen, wann der Regen bzw. wohl der Schnee hier sein wird. Ganz hinten in der Ferne, ungefähr dort, ist die Festung Marienberg in Würzburg. Also schon ein ordentliches Stückchen von Würzburg entfernt. Nun habe ich mal etwas herangezoomt und man kann so ein bisschen leicht die Türme miterkennen von der Festung. Ich denke mal, von hier hat man hier bestimmt auch einen tollen Ausblick, wenn Silvester ist. Und wir natürlich wieder knallen können und die ganzen Raketen hier hoch in den Himmel geschossen werden. Vielleicht werde ich mir diese Stelle mal merken für dieses Jahr. Ist zwar noch lange hin, aber wer weiß. Und der erste Kutter, würden wir jetzt wohl im Norden sagen, fährt hier entlang auf dem Main. Es ist wirklich schon lange her, dass ich überhaupt mal ein Schiff hier auf dem Main gesehen habe. Erst im Sommer wegen der Trockenheit. Und jetzt weiß ich gar nicht. Na gut, ich war schon lange nicht mehr unten am Main. Aber es ist trotzdem ein wunderschöner Anblick und es erfreut mein Herz. So eine Kutterfahrt. Kreuzfahrt auf dem Fluss in der Art. Das hätte ich gerne auch mal. Was mir gerade noch einfällt, Verena und ich laufen ja den Jakobsweg, also digital. Und ja, 780 Kilometer müssen wir laufen, um eine Medaille zu bekommen. Ich glaube auch eine Urkunde, da bin ich mir aber gerade nicht mehr so sicher. Und ja, was soll ich sagen? Die erste Etappe ist ungefähr 70 Kilometer lang und wir haben schon die 40. Also bald haben wir schon die erste Etappe geschafft. Wenn nicht sogar heute, wenn die Verena auch noch gerade unterwegs ist. Aber ich halte euch weiterhin mit auf dem Laufenden. Denn so eine Wander-Challenge macht ja doch ganz schön viel Spaß. Thank you.
Ich befinde mich hier auf einer Aussichtsplattform bei Sommerhausen. Und dieser hat hier ein ganz bestimmtes Thema, nämlich Kunst und Wein. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mich hier unter anderem auch auf den Weinkulturweg befinde. Aber allgemein, solche Aussichtspunkte haben wir hier öfters in dem Landkreisen, denn sie sollen die Weinkunst, Weinliebe, ehemaliger Weinbau, genau, Weinbau ist das Wort, nämlich ein bisschen besser uns nahe bringen für die Leute, die natürlich kein Winzer sind. Nanu, wo ist denn jetzt auf einmal die Sonne hin? Ich bin hier auf einmal wieder in einer Winterlandschaft. Aber ich glaube, ich werde sie gleich wieder finden. Ich muss wirklich schon gestehen, dieser Panoramaweg, der macht mir richtig viel Spaß. Immer wieder hat man tolle Ausblicke in das schöne Maintal. Und ich denke, im Sommer, Frühling sowie auch im Herbst ist es hier wunderschön. Also diesen Weg werde ich definitiv nochmal laufen. Aber ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Also weiter geht es. Mit solchen dicken Wolken im Hintergrund werde ich wahrscheinlich nicht mehr die Sonne richtig sehen. Aber das macht mir auch nichts aus, denn der Blick hier ins Maintal ist wunderschön. Und allein das hebt meine Stimmung extrem nach oben. Aber ja, bevor vielleicht doch der Schnee fällt, gehe ich nun wieder weiter und schaue, ob ich den nächsten schönen Aussichtspunkt sehe. Und Entschuldigung, meine Brille beschlägt schon wieder. Ich laufe hier noch an recht aktiven Steinbrüchen vorbei. Und hier wird, soweit ich ungefähr auch weiß, Muschelkalk abgebaut. Und ja, ich weiß nicht, wenn du mich schon etwas länger kennst, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, ich liebe Steinbrüche. Diese ganze Struktur von den geschlagenen Steinen, das ist einfach nur wunderschön. Das ist für mich richtige Kunst. Aber ja, ich werde nun mal weitergehen. Es wird immer dunkler. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass es dann noch regnet. Regencape habe ich zwar mit, aber trocken wäre ja doch schöner, oder? Und was wäre eine Wanderung, ohne ein Geocache zu finden? Also,
Für dieses Jahr möchte ich gerne die 400 schaffen. Ja, es hat ja nicht so ganz geklappt im letzten Jahr. Somit die 400 auf jeden Fall voll und auch die 500. Ich schaue mal, wie ich das alles schaffen werde. Wahrscheinlich muss ich im Sommer ein paar Tradi-Runden laufen, vielleicht mit dem Fahrrad von Catch to Catch fahren. Aber das schaffe ich schon. Sind ja schließlich nur ein paar über 100 Catches, die ich finden muss. Oh oh, ob ich das wirklich schaffe? So wie es aussieht, ist dieser Quader-Kalkbruch wohl doch verlassen. Denn alte Schienen hier, wahrscheinlich von den ehemaligen Loren, sind hier noch auf den Wegen. Und ich weiß zwar nicht, was das eine ist, aber vielleicht, weil ja hier auch eine Weiche ist, hat man so früher vielleicht hier die Weichen gestellt für die einzelnen Loren. Ich werde jetzt mal aber wieder weitergehen, denn ja, ich bin vom Hauptweg ein bisschen abgekommen, aber den werde ich schon wieder finden. Mittlerweile befinde ich mich schon wieder am Fuße des Weinberges und laufe den Rückweg Richtung Sommerhausen. Ja, die Wanderung war richtig schön gewesen. Viele tolle kleine Eindrücke. Es war ein richtiges kleines Abenteuer für mich gewesen. Und ja, wie ich schon mal erwähnt habe, diese Tour wird definitiv wiederholt. Die Sonne hat sich wohl wirklich hinter diesen dicken Wolken versteckt, denn sie kam leider überhaupt nicht mehr raus. Aber trotzdem, am Anfang die paar Sonnenstrahlen haben richtig viel Energie und Power wieder mitgebracht. Das tat wirklich mal richtig gut. Und ja, auch wenn die Wolken recht dunkel sind, zum Glück kein Schnee, kein Regen, ich bin trocken. Ja, ich gehe jetzt, wie gesagt, zurück zum Auto. Vielleicht suche ich hier noch zwei Geocaches. Muss ich mal schauen. Weil ich bin doch schon ein bisschen leicht durchgefroren. Die Wege waren relativ viel matschig gewesen und somit, weil meine Wanderschuhe überhaupt kein Profil mehr haben, für mich relativ rutschig gewesen. Ja, und so kam es auch. Ich habe mich mal flach gelegt. Deswegen würde ich am liebsten gerne jetzt nach Hause meine Hose wechseln. Und ja, einfach nur noch den Abend jetzt genießen. Mal schauen. Aber ich glaube,
was waren das? Über 100 Geocaches muss ich jetzt finden in diesem Jahr. Dann hole ich mir doch noch die beiden und ich nehme dich mal mit. Anderen beiden Geocaches habe ich natürlich auch gefunden. Ich blende sie dir hier mal kurz ein. Und ja, für mich geht es nun zurück zum Auto. Und ja, wie gesagt, sie lohnt sich auf jeden Fall. Es hat richtig viel Spaß gemacht, auch etwas Neues hier in der Gegend mal zu entdecken. Und ich freue mich schon auf den Frühling, wenn hier alles anfängt grün zu werden. Dann werde ich sie auf jeden Fall wieder machen. Aber bis dahin bleibt ja noch genug Zeit für weitere kleine Abenteuer. Und somit bleibt gesund und immer stets neugierig. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Mach's gut,